Ja, wir hatten final 18 Teams. Heute Mittag um 13 Uhr haben wir angefangen. Jetzt stehen wir hier. Freue mich, dass ich jetzt die Siegerehrung durchführen darf. Erstmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei allen Sponsoren von den Preisen, die ich jetzt gleich verteilen werde. Ich möchte mich ganz besonders auch bei unseren Mitarbeitern, ja, wir waren über 50 Mitarbeiter mit den Kameras, allem drum und dran. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie immer möchte ich mich bei Personen bedanken, die vielleicht einen etwas undankbaren Job haben, wo man immer ein bisschen hin und her hetzt vielleicht, aber ohne die sowas natürlich nicht gehen kann, die Schiedsrichter. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt nach vorne kommen und wenn die so nach vorne kommen, wir kennen uns ja schon viele Jahre, schon oft mit dabei gewesen. Michael. Ergün. Ja, komm, bisschen Liebe. Ja. Bisschen Liebe schadet nie. So, Küsschen rechts, Küsschen links. Das machen die Türken. So, wenn ihr öfters bei unserem Turnier mit dabei seid, dann seht ihr auch öfters, Michael ist schon ganz oft mit dabei, auch Ergün war jetzt schon öfters mit dabei, der Micha war Spieler, der ist spontan eingesprungen, aber auch der Schiedsrichter, sonst wäre es unfair gewesen, ja. Auch der Schiedsrichter, der krank geworden ist, war vorher ganz kurz da und hat sich dieses Turnier angeguckt, weil er einfach kurz da sein wollte, weil da Beziehungen gewachsen sind. Und wir wollen euch wirklich ganz herzlich danken für eure Leistung, für das, wie ihr uns unterstützt. Ich glaube, da ist auch wirklich, da ist was entstanden und ja, da ist eine Herzensbeziehung entstanden. Dafür danken wir euch und hier eine Kleinigkeit von uns. Danke, danke. Nochmal einen Applaus bitte. So, bevor wir zu den Platzierungen kommen, habe ich noch zwei ganz spannende Dokumente hier. Das ist immer so eine Sache. Und zwar der Spieler des Turniers und der Torwart des Turniers. Da sind wir dankbar, dass wir auch da für die Spieler was haben. Also es ist natürlich immer ganz schwierig, sowas auszuwählen, weil wir haben wirklich so viele gute Spieler. Also letztendlich durch die Bank weg, durch sind alle klasse Spieler. Und wie findet man dann nochmal den Spieler des Turniers? Also ist einfach eine schwierige Sache. Und ich habe so ein bisschen geguckt, habe mir das dann überlegt. Und ich beginne mit dem Spieler des Turniers. Und zwar ein Spieler aus dem Finale. Und ich weiß nicht den Namen, aber der Spieler hinter dem PK. Du, genau. Ich habe gedacht, du bist der Spieler des Turniers. So, du bekommst einen Gutschein im Sporthaus Marquardt für einen Warenwert von, für Schuhe im Warenwert von 150 Euro. Bekommst du geschenkt. Mal noch ein Foto. So, kannst du mir ganz kurz noch deinen Namen sagen, dass ich wenigstens weiß, wie du heißt? Ich heiße Roger. Roger, alles klar, ich habe es richtig ausgesprochen. Roger, herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zum Torwart des Turniers. Und das war wirklich schwierig, weil beide Torwarte haben im Finale einfach überragend gehalten. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt, aber letztendlich, glaube ich, hast du dein Team letztendlich zum Sieg gebracht und damit bist du der Torwart des Turniers. Auch du bekommst einen Gutschein für Schuhe im Warenwert von 150 Euro im Sporthaus im Kohlhäuserfeld ist das, nicht im Marquardt, Kohlhäuserfeld, genau. So. Jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr auch alle lange gewartet habt, zu den einzelnen Teams. So, erstmal nochmal wirklich vielen Dank für jedes einzelne Team. Ihr habt wirklich stark gespielt. Falk hat eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Deswegen komme ich gleich direkt dazu, die Preise zu verleihen. Wir haben einmal für euch als Team einen Bowling-Gutschein. Das ist für euch. Ihr könnt nach vorne kommen. Ein Applaus für Fenerbahce. Könnt ihr auch alle bitte nach vorne kommen. So, da könnt ihr mal schön bowlen gehen, könnt ihr einfach als Team was machen. Genau, wir würden gerne noch ein kurzes Foto mit euch machen, dass ihr noch kurz herkommt. Vielen Dank euch, ihr habt echt klasse gespielt. So, kommen wir gleich zum zweiten Platz.
Das Team Celtic Glasgow hat sich relativ spät angemeldet, aber ihr seid da, seid auch ein bisschen später gekommen. Wir haben gemacht, was wir konnten und ihr habt ein Hammer-Turnier gespielt. Einen riesen Applaus. Ihr habt einen starken zweiten Platz gemacht. Bin auch alle nach vorne gekommen. Und ich möchte noch was dazu sagen. Jungs, ihr wisst, die meisten Teams, die den Champions Cup gewinnen, mehr als einmal, die bleiben immer am Ball. Ihr habt euch total gesteigert. Wir freuen uns riesig, dass ihr jetzt, glaube ich, dritte oder vierte Mal schon bei uns seid. Ich glaube, in der Halle dritte Mal und draußen wart ihr auch schon mal dabei. Nee, noch nicht. Hammer. Also man merkt auch einfach, wie ihr euch entwickelt habt. Und tja, nächstes Jahr ist der Titel dran. Hä? Das einfach am Ball bleiben. Hat total Spaß gemacht. Ja, wie schon gesagt, wir hatten selten so ein starkes Finale. Also wirklich, ihr hättet eigentlich letztendlich beide hier, wenn es nicht nach dem Tor gegangen wäre, hier vorne stehen können. So, jetzt kommen wir zum Sieger des Turniers und ich glaube, da könnt ihr nochmal euch für die Laola-Welle hier bereit werden. Für Manchester City! Herzlichen Glückwunsch! Und bevor wir jetzt den Pokal überreichen, was ja auch immer noch eine schöne Erinnerung ist, sind ja unsere Videos, die wir nicht nur im offenen Kanal zeigen, sondern auch auf YouTube. Aber ich muss einfach sagen, das Wichtigste ist ja, das Turnier zu spielen, aber solche Hammer-Tore, ich hoffe, wir haben sie super auf Band eingefangen, das können später noch eure Kinder sehen. Also was ihr machen müsst, was ich euch empfehlen würde, ladet euch die Spiele runter. Später seid ihr happy, eure Jungs, eure Kinder gucken sich das mal an, das waren Tore vom Allerfeinsten. Alles klar? Okay.